Ein Zimmer weiter saß Rena und seufzte leise auf. Der Typ vor ihr war sowas von anstrengend. Seit ungefähr 5 Minuten weigerte sich Deidara, seine Arme hochzunehmen, weil dann ja seine Boxershorts runterfallen würde. Und unten ohne wollte er auf keinen Fall vor einer Frau stehen. Serena wusste nicht, wie lange sie jetzt schon auf ihn einredete, um ihm klarzumachen, dass er gerade genauso gebaut war wie sie selbst. Immer wieder schüttelte Deidara den Kopf und wollte einfach nicht begreifen, dass er ja auch eine Frau war. Wütend stampfte er gerade mit dem Fuß auf. »Nein«, keifte er, »ich werde meine Arme nicht hochnehmen, das kannst du dir abschminken. Niemals. Vergiss es. Du siehst mich nie im Leben nackt.« Serena holte tief Luft und zählte bis 10. »Gut, wenn dir das nicht passt, dann werde ich eben einen von den anderen Jungs reinholen, damit ich die abmessen kann. Wenn du einfach nicht begreifen willst, dass du gerade auch eine Frau bist, tust du mir leid, weil das ist nichts, was ich nicht kennen würde. Aber wenn du dir lieber von einem der Jungs irgendwie an dir rumfummeln lassen möchtest, dann hole ich einen von denen und die können das machen.« Sie stand schon auf und ging zur Tür, als Deidara sie an der Schulter packte und umdrehte. Mittlerweile war er knallrot angelaufen und senkte seinen Blick ein wenig. »Ist ja schon gut. Dann mach es eben. Aber beeil dich«, nuschelte der Blonde in sich rein. Kurz darauf seufzte er und hob seine Arme an, sodass Serena endlich seinen Brustumfang messen konnte. Dabei hatte sich Deidara die Boxershorts schon selbst ausgezogen, damit sie ihm nicht erst noch von den Hüften rutschen musste. Serena nahm seine Maße und schrieb diese auf. Als sie ihm ihre Arme dann jedoch um die Hüfte legte, quietschte er auf. Verwirrt sah sie hoch und Deidara sah zur Seite, damit man nicht bemerkte, wie rot er mittlerweile war. »Du hast kalte Hände«, murmelte er in einen nicht vorhandenen Bart und mittlerweile war er komplett eingeschüchtert. Er war zwar noch immer davon überzeugt, dass der Körper einer Frau ein Fluch war, aber er musste sich wohl damit abfinden und irgendwie fühlten sich selbst Serenas Berührungen für ihn anders an. Nachdem Serena auch diese Maße aufgeschrieben hatte, lächelte sie. »Du kannst dich wieder anziehen und dann kannst du mir den nächsten reinschicken, in Ordnung?« Deidara nickte und zog sich die Boxershorts schnell wieder an, knabberte etwas auf seiner Unterlippe herum und fragte dann doch, »kann man die nicht irgendwie festbinden oder so? Mich nervt's ehrlich, dass die immer runterrutscht. Und hier zieht mich doch eh schon jeder auf, dass ich so einen weiblichen Körper hätte.« Serena überlegte einen Moment und nickte. Ohne zu zögern ging sie an den Kleiderschrank, der in dem Zimmer stand, doch Deidara protestierte. »Nicht? Das sind die Tashis Sachen. Da passt doch eh nichts von.« Mit einem breiten Grinsen drehte sich Serena um und hielt einen Gürtel in der Hand. »Sicher? Das hier sollte passen.« Sie überhörte einfach, dass sie mit Itachi Ärger bekommen könnte. Gerade diese Memme, die es scheinbar für unglaublich schrecklich hielt, eine Frau zu sein, sollte sich mal mit ihr anlegen. Dann würde der aber Stress bekommen. Sie band den Gürtel um Deidaras Huften und zog die Boxershorts fester um dessen schmale Taille. Testend sah sie ihn an und legte den Kopf schief. »Habt ihr eine Schürze oder sowas? Naja, deine Brüste solltest du so langsam auch mal verdecken, findest du nicht?« Prüfend sah Deidara an sich runter. »Das stört mich eigentlich gar nicht mehr so. Da reicht es, wenn wir morgen was dran ändern. Ich hole mir gleich eine Decke und in die rolle ich mich dann ein.« Auf seinen Lippen bildete sich endlich ein leichtes Lächeln und er verschwand. Kurz darauf schob er einen schimpfenden und keifenden Itachi ins Zimmer. Nicht weit von ihr entfernt hatte sich Mayumi inzwischen Hidan geschnappt und versuchte dem seine Maße abzunehmen. Das war aber gar nicht so einfach, denn der Yashinist sah es überhaupt nicht ein, sich von einer Frau an die frisch gewaschenen Brüste gehen zu lassen. »Was soll das werden?«, keifte er sie aus dem Grund an. Und Mayumi war kurz davor, einfach alles hinzuschmeißen. So machte das wirklich keinen Spaß. Und mit großen Augen sah sie zu ihm auf. »Stell dich mal nicht so an. Gib mir 20 Sekunden und es ist vorbei und tut nicht mal weh.« Eden hatte kein Problem damit, sich auszuziehen, immerhin stand er schon nackt da und verschränkte seine Arme vor der Brust. »Muss das sein?«, grummelte er vor sich hin, und Mayumi sah ihn bittend an. Nach einigen Minuten ergab sich der Yashinist dann und seufzte leise auf. Das Mädchen hatte inzwischen nur ruhig gewartet und ihn schüchtern angesehen. Selbst ein gestandener Mörder wie er konnte da nicht weiter widerstehen. Ohne ein Wort zu sagen, hob er seine Arme an und ließ sich von ihr quasi umarmen. Dabei grinste er dreckig und murmelte leise,
Wenn du mir näher kommen willst, dann hättest du das ruhig früher sagen können, als wenn ich da ein Problem mit hätte. Mayumi sah ihn perplex an und schüttelte den Kopf, sagte aber noch immer nichts dazu. Sie war einfach viel zu schüchtern, als dass sie sich jetzt auf eine große Diskussion mit ihm eingelassen hätte. Das Ganze ging Hidan aber auch schon schwer auf die Nerven. Und als das Mädchen ihm das Maßband um die Hüfte legte, seufzte er schwer. Redest du nur mit mir nicht oder redest du generell nicht? Ich hab dich nämlich schon sprechen hören, stumm bist du nicht, schlussfolgerte er und Mayumi seufzte leise. Nein, ich bin nicht stumm. Aber worüber soll ich denn mit dir reden? Na, das ist doch schon mal ein Anfang, grinste Hidan und musterte sie neugierig. Bist ein hübsches Mädchen. Ein wenig lief Mayumi rot an und räusperte sich leise. Auf ihre Lippen schlich sich ein schmales Lächeln. Momentan kann ich das Kompliment sogar zurückgeben. Hidan stutzte. Jetzt war er erst einmal auf die Klappe gefallen. Er wusste selbst nicht warum, aber vor dem Mädchen hielt er sich ein wenig zurück. Als sie alle Maße aufgeschrieben hatte, sah sie zu Hidan und lächelte leicht. Du bist fertig, vergiss deine Unterhosen nicht und du kannst mir den nächsten reinschicken. Ein wenig zog Hidan die Nase kraus und schnappte sich seine Boxershorts, die er wieder anzog und sich dann einen Knoten in die Seite machte, damit sie nicht mehr rutschte. Ein wenig musste er schmunzeln. Ist schon komisch, wie breit die Hüften eines Mannes sind. Dabei dachte ich immer, dass eher Frauen das breite Becken haben, immerhin müssen die ihr Kinder zur Welt bringen. So kann man sich in der Anatomie des Menschen täuschen, murmelte er vor sich hin. Mayumi schmunzelte und zuckte mit den Schultern, öffnete dann aber einfach die Tür und schob Hidan aus dem Raum, winkte Zetsu zu sich, der ein wenig schüchtern den Raum betrat, und knallte die Tür wieder zu. Natsuki hatte ganz andere Probleme. Denn eigentlich war ihr Opfer ganz ruhig und ließ auch alles mit sich machen. Arme hoch, Arme runter, nach links drehen, nach rechts drehen. Alles machte Sasori auch nur ohne einmal mit der Wimper zu zucken mit. Sie dagegen musste sich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht einfach zu lachen. Das merkte der Akasuna natürlich und langsam nervte es ihn. Aus dem Grund schnauzte er sie dann noch irgendwann an. Bevor du an deinem Lachen erstickst, ebenso wie dieser Typ da draußen, dann lass es lieber raus, sonst bekomme ich Ärger, dass du mir hier abgekratzt bist. Und wenn du schon mal dabei bist, dann kannst du mir auch sagen, was dich so amüsiert. Verzweifelt versuchte Natsuki noch immer, sich das Lachen zu verkneifen, aber dann brach es doch aus ihr raus. Mittlerweile saß sie auf dem Teppichboden und sah zu Sasori auf. Der wusste überhaupt nicht, was los war. Und Natsuki rappelte sich auf, stellte sich vor ihn und die beiden konnten sich direkt in die Augen sehen. Sie schloss kurz ihre Augen und stupste Sasori dann zwischen den Brüsten auf das Brustbein. Danach sah sie ihn an und ließ ihren Finger da liegen. »Ich will dir ja nicht zu nahe treten«, fing sie an und kicherte leise. »Aber bei dir merkt man wirklich nur an den Haaren, dass du jetzt ein Mädchen bist.« Verwirrt blinzelte Sasori und sah dann an sich runter. Wütend schnaubte er und verdeckte seinen Oberkörper, indem er seine Arme davor schlang. »Kann ja nicht jeder hier Doppel-D haben wie Hidan«, knurrte der Akasuna und drehte sich weg. Als wenn es auf die Oberweite ankam. Er konnte ja selbst nichts dafür, dass er so wenig davon abbekommen hatte. Trotzdem nervt es ihn, dass er so offen darauf angesprochen wurde, denn das war ihm selbst vorher auch schon aufgefallen. Noch einmal sah er an sich runter und dann zu Natsuki, die grinsend hinter ihm stand und ihm eine Hand auf die Schulter legte. »Kopf hoch, so schlimm ist es auch wieder nicht. Und eine kleine Brust kann auch ganz schön sein«, versuchte sie ihn aufzumuntern, doch da auf ihren Lippen noch immer ein schelmisches Grinsen lag, ging das leider ziemlich nach hinten los. Wütend knurrte Sasori sie an und drehte sich weg. »Bist du fertig?«, fauchte er leise und achtete darauf, dass man seine Brüste nicht sehen konnte. Dabei stellte er deprimiert fest, dass ihm das sogar gelang. An Hidans oder Natsukis Stelle wäre ihm das bestimmt nicht so leicht gefallen, und ergeben seufzte Sasori auf. Sich selbst sagte er immer wieder, dass er ja schließlich nicht für immer so bleiben wollte und irgendwann lieber wieder ein Mann war. Natsuki seufzte und sah auf ihren Zettel. Eigentlich hatte sie ihn überhaupt nicht beleidigen wollen. »Weißt du, das ist ein Problem, mit dem viele Mädchen kämpfen müssen. Du bist von Natur aus sehr schmal gebaut, also als Mädchen jedenfalls. Ich meine, sieh dich doch mal an, du bist ja nur ein Strich in der Landschaft«, wollte sie ihn aufbauen, erreichte aber wieder genau das Gegenteil. Sasori schluckte schwer und musste sich zusammenreißen, nicht in Tränen auszubrechen.
dass Frauen aber auch so empfindlich reagieren mussten, wenn es um ihre Körper ging. Ohne noch ein Wort zu sagen, drehte sich Sasori zur Tür und verschwand aus dem Zimmer. Traurig sah Natsuki ihm nach. »Ich glaube, der hat mich schon wieder falsch verstanden«, murmelte sie leise und sah dann zu Kakuzu, der gerade das Zimmer betrat. In der Zeit, in dem die Akatsuki einer nach dem anderen in den Zimmern der Mädels verschwunden waren, hatte Shikyo sich auf den Weg gemacht, um mal ein wenig die Villa zu erkunden, in der er gelandet war. Dabei ahnte er noch nicht einmal, dass er verfolgt wurde. Das wurde erst klar, als er in der Küche eine Packung Kekse gefunden hatte und diese aus dem Schrank nahm. Da er sich alleine fühlte, nahm er sich einen Keks heraus und schob sich diesen in den Mund. »Das sind Tobis Kekse«, wimmerte mit einem Mal eine Stimme hinter ihm und langsam drehte er sich zu Tobi um, der im Türrahmen stand und sich schüchtern durch die langen schwarzen Haare fuhr. »Okay«, meinte Shikyu, stopfte sich dann aber den Rest der Kekse zwischen die Zähne und kaute darauf rum. Schweigend sah er Tobi an, wobei diesem ein wenig die Tränen in die Augen traten. Shikyu verdrehte die Augen. »War doch nur ein Keks«, grummelte er und gab Tobi die Kekspackung wieder zurück. Er wollte weitergehen, als er von Tobi an der Schulter gepackt wurde. Die schwarzen Augen strahlten ihn an. »Findest du Tobi hübsch?«, fragte der Schwarzhaarige, und aus seinen Lippen lag ein strahlendes Lächeln. Der Wirt blinzelte Shikyu und dachte schon, er hätte sich verhört. »Bitte was?«, fragte er nach und musterte Tobi von oben bis unten. »Normal eben«, gab er dann von sich und wollte endlich weitergehen, als Tobi leise schluchzte. Erschrocken drehte er sich zu dem Schwarzhaarigen um, dem nun tatsächlich ein paar Tränen über die Wangen kullerten. Shikyo verdrehte die Augen. »Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht?«, fragte er nach. Gut, er hatte sich jetzt nicht unbedingt mit dem Typen da anlegen wollen, aber konnte der denn ahnen, dass er so empfindlich war und gleich in Tränen ausbrach? Da Tobi jedoch nur leise vor sich hin wimmerte und keinen anderen Ton von sich gab, entschied Shikyo sich dafür, den Typen einfach zu ignorieren und ließ ihn stehen. Ohne weiter auf ihn zu achten, schlich er durch das Haus und sah sich um. Wenn er jetzt nicht gerade entführt worden wäre, dann hätte es ihm hier wahrscheinlich sogar gefallen. Das war nämlich eine echte Luxusvilla. Aber wenn er so darüber nachdachte, dann fand er es schon interessant, dass die Jungs hier ihr Geschlecht wechselten. Wie sich das wohl anfühlte, wenn man mit einem Mal im weiblichen Körper dastand. Er sah an sich runter und legte den Kopf schief. Wie er wohl als Frau aussehen würde. Auf seiner Tour durch das Haus begegnete er zwar hin und wieder mal einem der Akatsuki, aber er ignorierte sie einfach und lief an ihnen vorbei, ohne weiter auf sie zu achten, bekam von ihnen aber auch nicht große Achtung zurück.